Jo Leute, willkommen im Schloss des Biestes zu einem neuen Kingdom Hearts 2 Part und wir sind nicht allein. Belle ist ebenfalls da. Nur macht sie sich ein bisschen Sorgen um das Biest, das ist in letzter Zeit ziemlich abweisend. Sie reden auch nicht mehr miteinander. Das Biest interessiert sich nur noch für seine magische Rose und scheint sich im Westflügel aufzuhalten. Und seine Bediensteten hat es einfach mal kackendreist in den Kerker eingesperrt. Die sollten wir jetzt mal befreien. Vielleicht wissen die nämlich ein bisschen mehr, was mit dem Biest los ist. Im Moment sind wir im Ostflügel, müssen aber rüber in den Westflügel und hier sind natürlich wieder einige neue, sehr starke, sehr gemeine, herzlose, wie zum Beispiel die Ado-Wampen. Boah, wie ich sie doch verabscheue, diese fetten Schwabbelbabbels. Und da ist auch schon eine, gerade davon gesprochen. Komm mal her, du fettes Wabbel. So, ja, der macht doch ganz gerne mal eine Arschbombe mit einer Schockwelle. So, Volltreffer, boom. Und schnell drauf und drauf und drauf und... Ah, so, ich brauche... Ja, ich habe gleich ein Level-Up. Gleich hat es auch ein Level-Up. So, nur noch... Komm schon. So, was ist hier drin? Ein Zelt? So. Ey, Goofy, was machst du denn da? Der rutscht auf sein Schild rum. Ich glaube, das ist wegen seiner neuen Ability. Der kann auf dem Schild rumrutschen. Mir war sogar so, dass später noch ein paar von diesen Statuen auch lebendig werden und uns angreifen. Dass das eigentlich auch Herzlose sind, die sich tarnen. Aber nur noch 3 Erfahrungspunkte für Sora. Komm schon. Irgendwo muss auch noch Herzlose sein, den ich auf die Fresse hauen kann. Und hier gibt es noch einen Mithril-Splitter. Oh, nicht vergessen, ich habe noch zuletzt in Belles Zimmer nicht nur die Karte gefunden, sondern auch eine Mega-Formel. Die möchte ich gerne noch analysieren lassen von Mogri. Also gehen wir noch mal kurz ins Kaminzimmer. So. Das war ja genau hier, Kaminzimmer. Da habe ich mir nämlich auch noch letztens was gekauft. Einen Sardonyx-Ring für Sora und einen Silberring für Donald. Jeweils plus ein Ability-Punkt und... ein Angriff bzw. ein Magiepunkt mehr. So, jetzt hier, ne? Und hier, Itemherstellung, wieder alles abgegeben an Materialien, alle Formeln abgegeben. Und jetzt Formelanalyse. Die Mega-Formel wäre für einen Mega-Potion zuständig, aber ich habe keinen Pyrop-Splitter und auch keinen Lucid-Splitter, kann ich mir also keinen Mega-Potion herstellen. Fuck, dann eben nicht. Mogrim nehmen Sie, der kann im Moment nichts übernehmen. Bis jetzt habe ich mir nur einen so einen Driver hergestellt, aber naja, das wird später. Ich werde noch so viel mehr Materialien sammeln. Das ist ja lächerlich. Ah, die Musik ist hier auch so toll. Es ist wirklich eine schöne Welt. Aber jetzt gehen wir erstmal rüber hier in den Westflügel, der ja im Film immer verboten war. Es muss hier irgendwo einen Weg geben, der ins Kellergewölbe führt. So, Westhalle. Gleich wieder zurückgehen, denn da waren Schatztruhen. Und zwar gleich 2. So, was haben wir hier? Zack. Oh, Mithril-Splitter. Teilweise finden wir die Materialien noch einfach in den Truhen. Und ein High Potion. So. Ja, ich kann so fies dann die Statuen einfach kaputt kloppen. Da springen dann Drive-Kugeln raus. So. Oh, das Schloss ist so wahnsinnig riesig. Wer das mal gebaut hat, Respekt an den Architekten. Und an die, die das dann eigentlich an sich gebaut haben. Also die ganzen Bauarbeiter. Oh, hier haben wir noch was. Achatsplitter. Auch wieder ein Teil, was ich nur nicht kriegen kann. Am Anfang ist das ein bisschen frustrierend, dass man so viele Passanten nicht erreichen kann. Da wird es dann auch Backtracking geben. Das ist unabwendbar. An diesen Rüstungen scheint kein Vorbeikommen zu sein. Ja, nö, ich kann mich hier nicht einfach hier zwischen die zwei durchzwängen. Das geht ja nicht, weil Sora ist ja so fett. Der passt da nicht durch. Was ist das für eine blöde Erklärung? So, hier ist noch eine Truhe. Mit einem Luna-Tropfen und... Ist das eine Kommode? Das ist ein kleiner Schrank. Was macht ein kleiner Schrank hier mitten in der Halle? Wegschieben. Hier ist er. Ja, was wird das, wenn man fragen darf? Versucht die Kommode zu verschieben. Ja, das ist ja das Geniale an dem Schloss hier. Alle Bediensteten wurden genauso wie das Biest verwandelt und in
manchen Fällen sind die Bediensteten zu Alltagsgegenständen geworden, wie zum Beispiel diese Dame hier, wie auch immer sie früher mal ausgesehen hat, ist jetzt ein Kleiderschrank, also eine Kommode eben. Und die findet das nicht gerade nett, dass ich sie gerade verschieben will. Wie hat man denn das nochmal gemacht? Aber ganz oft drücken. Ziemlich oft drücken sogar und... Oh, fies. Aufwecken, okay. Wie hat man... Okay. Ich glaube, da darf ich nicht so oft. Ich glaube, da muss man immer nur so... Ja, genau. Moment. So, wenn sie wieder einschläft, gleich wieder weiter drücken. So. Ich muss nur aufpassen, dass die Sora keine reinhaut, weil sonst... Muss ich das nochmal machen. So, schlafen wir schön weiter. Ja, so ist brav. Schieben, 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 schieben. Komm, die Tür ist doch schon... Da können wir doch schon rein, komm schon. Komm schon. Nein, nein, Vorsicht. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. So, komm schon. Jetzt mach doch mal hier den Weg frei, du dicke Tante. Ich hatte es mir hier so schön gemütlich gemacht. Kann ich euch helfen? Was? Ach ja, Belle möchte, dass wir für sie in das Verlies gehen. Heiliger Bimbam, ihr wollt meinen Freunden helfen, warum sagt ihr das denn nicht gleich? Ihr verzeiht, wenn ich euch erschreckt habe. Wisst ihr, ich war auch mal ein Mensch, bis die Zauberin mich verhext hat. Ich wurde zu einer Kommode, als auch der Prinz in ein Biest verwandelt wurde. Der Prinz wurde zum Biest? Das Biest ist ein Prinz? So ist es. Obwohl sein Benehmen damals alles andere als eines Prinzen würdig war. Und ihr wurdet verzaubert? Es trug sich an einem kalten Winterabend zu. Aber lassen wir das. Ihr könnt euch den Rest anhören, wenn ihr die anderen gerettet habt. So habt ihr wenigstens etwas, auf das ihr euch freuen könnt. Also sowas... Nun geht, husch, das Verlies ist feucht und kühl. Jedenfalls kein Platz für eine Uhr. Eine Uhr? Ihr werdet bald wissen, was ich meine. Also gut, dann wollen wir mal. Ganz schön verrückt das Ganze, nicht wahr? Na gut, ab ins Verlies. This must be it. Yeah!
Ja, ob das Verlies wohl hinter dieser Tür liegt? Na dann los, wir müssen diese Bediensteten befreien. Na also gut, gehen wir. Oh mein Gott, was war das denn gerade für eine aggressive Tür? Tagebuch checken? Was genau war das? Herzlose? Gargoyle-Ritter. Das war die normale Statue hier. Obwohl er wie eine gewöhnliche Statue aussieht, greift er ohne Vorwarnung an. Er ist gegen Magie immun und attackiert aus jeder Entfernung. Nachdem du seine Angriffe abgewehrt hast, nutzt du die Chance, Situationskommandos einzusetzen. Und Gargoyle-Krieger. Er ist auch gegen Magie immun, bla bla bla. Versuche seinen Drehattacken zu entgehen, um eine Chance auf ein Situationskommando zu bekommen. Stimmt das Timing, kann er mit einem einzigen Schlag niedergestreckt werden. Damit freisetzen. Und wirklich angegriffen haben uns hier der Torwächter. Die Tore, die durch den Brabbelball kontrolliert wurden und Sora, Donald und Goofy angriffen. Der Balk wurde per Freisetzen von den Toren getrennt. Die Kraft des Schlüsselschwerts ermöglichte es so, den Torwächter auszuschalten. Ja, Brabbelbalg. Ein Herzloser, der im Schloss des Biestes auftauchte, aber für die Tore des Verliese verantwortlich machte, daraus den gefürchteten Torwächter. Ja, besaß die Fähigkeit, verborgen zu bleiben, hatte jedoch sonst keine nennenswerten Kräfte. Deswegen habe ich den Kampf auch relativ einfach gewonnen. So, Charaktere, Schloss des Biestes. Oh, ach die, was ist die denn für ein Name? Die heißt Madame de la Grande Bouche. So, die Kammerzofe der Schlossherrin. Ach, das war die Kammerzofe früher. Sie wurde in eine Kommode verwandelt, als eine Zauberin das Schloss mit einem Bambi legte. Madame de la Grande Bouche. La Grande Bouche, das klingt ein bisschen eigenartig, ne? Aber ich spreche das überhaupt richtig aus. Ich kann ja kein Französisch, also bitte nicht böse sein deswegen. So, in Wirklichkeit handelt es sich bei der Mode für verzauberte Frau, bla 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 bla. Ja, okay, gut, das ist okay. Gut. So, Abilities. Wir haben das Neues gelernt, wir haben ein Level für Sora. Den Aufwärtsschlitzer hat er gelernt. Drücke Quadrat, um einen Gegner während einer Kombo hoch in die Luft zu befördern. Das wird ausgerüstet. So. Spurtgrische, bla bla bla, das ist alles cool, Tornado auch so. Und für Donald gibt es, Donald Feuer. Löst einen Feuerstumm auf den näher befindlichen Gegner aus. Na, sicher doch, bitteschön, so, passt. Donald Blitz, Donald Vita, alles cool. Alles schön, alles toll, alles wundervoll. So, Truhe. Lunatropfen, kristalliner Tropfen angefüllt mit Helligkeit. Gängiges Material, was du nicht sagst. So, okay, gut, alles angeguckt, aber Moment, hier sind noch Puzzleteile. Zum Beispiel ein Erwachenteil. Und hier noch ein weiteres Erwachenteil. So, Moment, da muss ich aber nochmal ganz kurz in den, na, in den Puzzle-Modus. Mal schauen, ich meine, da habe ich auch noch längst nicht alle Sachen. Ne, da fehlt immer noch was. So, warte mal, da. Oh, Kairi. So, und. Okay. Fehlen immer noch drei Erwachenteile, Mann, oh. Wie gesagt, wenn ein so ein Bild mal komplett ist, bekomme ich ja immer irgendeine Belohnung. Beim Herzding habe ich bis jetzt nur zwei gefunden. Okay, gibt aber noch ein paar mehr Motive. Vor allem, es gibt ein Motiv in dem Spiel, das hat saumega viele Puzzleteile, die man teilweise auch drehen muss und so. Okay, retten wir die Bediensteten. There's nobody here. You mean there's nobody to rescue? Did someone say rescue? Oh, shh, keep quiet. It might be them. Oh, they look like nice boys to me. We are nice. We're your friends. Yeah, Belle sent us to find you. Wow. I'm Sora. Donald. Goofy. Don't. I am self-winding, sir. I am. Stop. I'm glad you're okay. It is we who are overjoyed to see you. Did somebody put a spell on you guys, too? No. Yes, that's right. You've heard. It was the Enchantress. It seems so long ago. It was a cold winter's night. An old beggar woman came to the castle and asked for shelter. But the master of this castle, that is, of course, the prince... Stop that! Put me down this instant! Thank you. Der Prinz belächelte ihre zerlumpte Erscheinung und schickte die Frau davon. Wie entsetzlich! Oui, er war ein verzogener Prinz, so selbstsüchtig und, wie soll ich sagen, grausam. Lumière!
Sie warnte ihn, sich nicht täuschen zu lassen, damit die Schöne den Verborgenen findet. Und als er sie wiederum abwies, schmolz die Hässlichkeit der alten Frau dahin und eine schöne Zauberin kam zum Vorschein. Sie hatte gesehen, dass es in seinem Herzen keine Liebe gab. Zur Strafe verwandelte sie ihn in ein scheußliches Biest und verzauberte das Schloss und alle, die darin lebten. Unfassbar, was für eine Geschichte! Gibt es etwas, das wir für euch tun können? Wir schnappen uns die Zauberin! Aber nicht doch! Wir wissen bereits, was zu tun wäre, aber in seiner gegenwärtigen Gemütslage... Er verhält sich in der Tat seltsam. Es ist fast so, als hätte er vergessen, wie man anderen vertraut. Du glaubst doch nicht, dass er in einen Herzlosen verwandelt wurde. In einen Herzlosen? Wenn die Herzlosen etwas damit zu tun haben, ist es gut, dass wir hier sind. Na, dann wollen wir mal das Biest suchen. Très bien. Wenn die Monsieur mir folgen wollen, ich kenne eine Abkürzung. So, Kellergewölbe, Verlies, das Speicherpunkt. So, Moment. Immer sind hier Truhen drin. So, hier mal öffnen. Zack. Karte vom Keller. Toll, braucht eine eigene Karte der Keller. So groß ist der Keller eigentlich nicht. Und ein Appellitamin mal wieder. Das hebe ich mir noch auf. So, gerade immer noch genug AP zur Verfügung. Donald und Goofy haben keine weiteren Abilities im Moment, die ich noch hätte ausrüsten müssen. Was ich gerade toll fand, die haben wirklich Wort für Wort quasi den Anfang des Films zitiert. Also wirklich Wort für Wort auf Deutsch, ebenso wie es wirklich war mit dem, was die Zauberin so gemacht hat. Bitte sprecht oben mit von Unruh um über die geheime Passage. Geheime Passage? Okay. Ja, warum nicht? Geheime Passagen in so alten Schlössern ist doch ziemlich... häufig so der Fall. Sag mal, Tassilo heißt du doch, glaube ich, oder? Ja, wusstet ihr, dass von Unruh auch klingeln kann wie ein Wecker? Und zwar so laut, dass es garantiert jeden aufweckt. Der kann klingeln wie ein Wecker. Naja gut, er ist eine Uhr, aber vor allem Lumière ist ein Kerzenleuchter. Die ganzen Stadt in dem Schloss scheinen uns auf einmal feindlich gesonnen zu sein. Sei bitte vorsichtig. Ja, natürlich. In die Ausgangsposition. Nach euch. Oh, wie praktisch. Das ist also die Geheimpassage. In die Ausgangsposition. Schwupps, schon haben die Start am Platz gemacht. Ziemlich praktisch, die Rüstung steht still und stumm da. Ist auch besser so. Also gut, wie kommen wir hier raus? Ich befürchte, dass wir hier nicht so einfach rausspazieren können. Die Tür, die am Ende des Gangs liegt, wird nämlich durch eine ganz spezielle Vorrichtung verborgen. Was für eine Vorrichtung? Seht her! Die Laterne hat sich gesenkt. Das hat sie in der Tat. Wenn wir es schaffen, alle Laternen diesen Duschgang anzuzünden, würde sich die geheime Tür öffnen. Aber wie ihr sehen könnt, brennen die Laternen bereits mit einer verzauberten Flamme. Ihr müsst die verzauberte Flamme löschen, bevor ich die Laterne auf normale Weise anzünden kann. Können wir sie denn nicht einfach mit Wasser löschen? Ich befürchte, das alleine wird nicht funktionieren. Aber wenn ihr die Kraft des Lichtes benutzt... ich probier's mal mit dem Schlüsselschwert. Na, bravo. Um die verzauberten Flammen zu löschen, nahe an die Laterne herangehen und das Situationskommando alle zusammen benutzen. Nur noch drei Laternen. Wenn wir gut zusammenarbeiten, haben wir die Tür nur geöffnet. Ja, ein Kinderspiel. So leid es mir tut, aber so ganz einfach ist es leider nicht, mon ami. Ihr könnt schließlich nicht erwarten, dass von Unruh ewig dort an dieser Kurbel rumbaumelt. Ich schaff das schon, Lumière. Du hast Wachs in den Armen, nicht ich. Wenn er müde wird und herunterfällt, werden alle nicht angezündeten Laternen wieder nach oben zur Decke gezogen.
Bevor ihr weiter könnt, müsst ihr nach von Unruh sehen. Wenn er wieder zu Kräften kommt, dann hängt es sich wieder für euch an die Kurbel. Mit dem Situationskommando aufpäppeln, gewinnt Herr von Unruh wieder an Kraft. Dann wollen wir das mal versuchen. So, zünde alle Laternen an. Be quick about it! So, haben wir gleich mal die ersten und alle zusammen! Alle müssen mithelfen, ja dann! So, passt, noch zwei Laternen. Zack. So, doch, der hat noch genug Power. Oh, hier sind sogar noch ein Puzzleteil. Waren hier unten nicht sogar Herzlose? Oder nicht? Weiß nicht so genau. So, warte, ich gehe lieber mal zurück. Ich glaube, der kann fast nicht mehr. Kann ich den nochmal aufpäppeln? Kann ich ihn jetzt schon aufpäppeln? Halt! Nee, jetzt nicht. So, von Unruh ist erschöpft. Aufpäppeln. Aufpäppeln. So, Madame Poutine kann ihm Wasser geben. Das wird ein Trick. So, häng dich wieder dran. Yeah, please hurry and be quick about it. So, die andere brennt noch immer. Passt schon. Such diese blöden Kisten hier weg, die machen mich aggressiv. So, alle zusammen. Alle müssen mithelfen. Na dann, Madame Poutine, beeilen Sie sich. Wir haben nicht ewig Zeit. I think this will be the trick. So, noch eine Laterne. Und das geht sich wahrscheinlich jetzt gleich wieder nicht aus, oder? Hier noch so ein High Potion. Achso, die ist hier. Schnell! Ist das der Spot? So, schneller, alle müssen mithelfen. Und wir haben es geschafft. Das war ja leicht. Sind wir fertig? Oui, die geheime Tür sollte sich jetzt öffnen. Aber ich sehe nirgends eine geheime Tür. Nur keine Sorge. Ihr müsst nur auf den Steinblock drücken, der dort ein wenig hervorragt. Verstehe. Nun dann, ich werde einen Rundgang durch das Schloss antreten. Zu lange schon blieb mir das verwehrt. Ich entschuldige mich ebenfalls, meine Lieben. Seht euch vor den Herzlosen vor. Das Gemach des Herrn liegt am hintersten Ende des Westflügels. Ich werde vorausgehen und auf euch warten. Genial, einfach mal hier so die Tür öffnet. So, jetzt gehen wir nochmal kurz zurück. Hier ist erst noch ein Puzzleteil, was ich auf jeden Fall auch bekommen kann, noch ein Erwachenteil und hier haben wir noch eine Schatztruhe. Also das war jetzt auch relativ leicht. So, öffnen. Schnüffelsplitter. So, ganz kurz wieder Tagebuch, Charaktere. Herr von Unruh. Ja, der Haushofmeister des Biestes. Er wurde zur Standuhr, als eine Zauberin das Schloss mit einem Bann belegt. Herr von Unruh nimmt es mit Ordnung und Pünktlichkeit sehr genau. Na klar, deswegen ist er auch eine Uhr. Wurde er vielleicht deshalb in eine Uhr verwandelt? Ja, wahrscheinlich genau deswegen. So, Lumiere, der Kammerdiener des Schlosses. Er wurde in einen Kerzenständer verwandelt, als eine Zauberin das Schloss mit Bann belegte. Lumiere ist redegewandt und kann recht charmant sein. Oui, oui. Und Madame Poutine, die Haushälterin des Biestes und Tassilos Mutter, sie wurde in eine Teekanne verwandelt. Ja, Madame Poutine ist immer bereit, einem das Herz mit einer heißen, beruhigenden Tasse Tee zu erwärmen. Und Tassilo selbst, Madame Poutines kleiner Sohn, Tassilo wurde zu einer Teetasse verwandelt. Ja, sein fehlender Vorderzahn wurde zu einem abgesplitterten Stück vom Tassenrand. Ja, stimmt. Sieht man hier so, ne? Hier. Der hatte so eine Zahnlücke als Menschenkind und jetzt hat er fehlt ihm da so eine Ecke. Das ist sehr interessant gemacht. So, Geschichte. Wir schreiten durch die Geheimtür und gehen zum Gemach des Biestes. Was? Aber wie viel Geschichte muss man sich durchlesen? Das ist der Wahnsinn. So, Karten vom Dingsbums. Ich glaube, jetzt muss ich aber dann gleich den Part beenden. Ich hoffe, ich darf dann gleich wieder speichern. So, Puzzle-Motive erwachen. Achso. Nee. Hä? Moment mal. Nee, so. Passt schon. Oh, noch ein Teil! Noch ein Teil, Leute! Oh! Ein Erwachenteil nur noch! Wäre schön, wenn ich das hier noch finden würde. Aber vielleicht finde ich das auch erst in einer anderen Welt. Oder komme ich da noch gar nicht ran? Ich weiß es nicht. Nein, ein einziges Teil noch, ist klar. Immer dasselbe. Weil immer ein einziges Ding fehlt. So. Gut, alle Truhen hier mitgenommen. Dann gehen wir jetzt mal ab durch die Geheimtür. Die ja schon offen ist. So. Oh, hier haben wir noch was.
So, Beziehsplitter, Westhalle. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Okay, cool, jetzt ist hier die Tür offen und jetzt sind wir quasi hinter den Statuen. Und hier haben wir noch ein Abilitamin. So, können die sich jetzt... So, an diesen Rüstungen gibt es kein Vorbeikommen. Boah, oh mein Gott. Was machst du denn? Was machst du denn da? Denkst du, du kannst mich überraschen? Die geben 25 Punkte. Schön. Ah, Goofy, wow. Aber hier so Schildschlitter, wir sind nicht bei Breath of the Wild. Sind wir das Spiel ein bisschen abgeguckt. Ist aber auch fies, jetzt haben wir hier gar keine Abkürzung. Ich will doch speichern. Gibt es hier keinen Speicherpunkt? Verdammt, ich will den Part beenden. Ist das fies? Der Part wieder zu lang, ist auch blöd. So, Westflügel. Und noch mehr herzlose Trottel. So, Alter, eine Unverschämtheit, was soll denn das? Lass mich doch hier nicht von einer Statue vermöbeln. Wo kommen wir denn da hin? So, 727 fürs nächste Level Up. So, zack, ein Lunasplitter und ein Zelt. Bitte sag, das ist doch jetzt der... Natürlich keine Wachenteil, es ist ein Herzteil, eh klar. So, ey, sag mal, was macht ihr denn hier? Ich glaube, der nächste Speicherpunkt ist erst direkt im Gemach des Biestes. Finsterstein habe ich gerade bekommen. So, stirb! Ja, Level für Goofy, Angriffskraft erhöht. Schön. Ja, noch ein Mithril-Splitter. Ja, das ist, wenn dann erst da drin. Ach, meine Gegner dann. Der letzte Part war ein bisschen kürzer, der wird wieder ein bisschen länger, was soll's. Ist mir jetzt auch egal, so. Hätte es nicht ein Erwachenteil sein können? Nö, es ist ein Herzteil. Und oh, das sind ja, das sind Soras Füße, also seine Schuhe. Moment, das hier ist ja schon ein Motiv, was wir drehen müssen. Seht ihr, das gehört hier hin. Also die untere Ding hier, das habe ich schon, aber da fehlen noch ein paar mehr. So. Also, ich weiß auch nicht, in Kingdom Hearts 2 kommen mir seine Schuhe nicht mehr ganz so mega riesig vor wie im ersten Teil. Also da der ja richtige Clowns-Schuhe. Das war ja schon... Ich meine, jetzt sehen die auch noch ziemlich groß aus. Ich meine, so große Füße hat doch keiner. Zumindest nicht mit... Ich glaube, hier ist er jetzt... Alter! Wow, 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 wow! Was war das denn gerade? Ganz ruhig, ganz ruhig. So, Alter, chill mal deine Titties! Was ist hier los? So, sind wir jetzt endlich mal da? Ich glaube schon. Ja, was wollte ich jetzt gerade sagen? Ich glaube, sowas in dem... In Kingdom Hearts 2 ist er doch, glaube ich... 15, oder? Oder 14? Hat er nicht... Nee, ich glaube... Nee, oder? Warte mal. 13, 14? Nee, ich glaube, er ist 14. Er war im ersten Teil war er 14 und Rico war 15. Also ist er jetzt 15 und Rico 16. Und Kairi ist, glaube ich, auch, ist, glaube ich, so alt wie Sora. So, komm, dann gucken wir uns noch die Cutscene jetzt mit den Biestern und dann da drin ist auf jeden Fall ein Speicherpunkt, das weiß ich. It's time you dealt with Belle. She's scheming to take everything you have. This castle, your precious rose, and then your life. Trust no one. Feed your anger. Only anger will keep you strong. I've had enough of strength. There's only one thing I want. What? To love and be loved in return. Who could ever love a beast? See, she has accomplices. Hey, Prince. Whoa! Oh dear, Master. Please, Master! Please! Please, Master! Please! 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 Please!
happened? Well, Master, you see, that is, how shall I say, actually, Well, you put everybody down there in that dungeon! I did what? You did. Who was that guy you were talking to? The one in black? Zaldan. That's his name. He came from the darkness. He used my anger to control me. He took all my sorrow, my sadness, my pain, and turned it all into rage. There was nothing I could do. I could no longer see the truth. Well, I'll be. That must be why you threw all of your friends down there into the dungeon. You wanted to make sure that you didn't hurt them, right? Was that it? Was it to protect them? Sure. We know you're good inside. He's right, Master. We've all seen how kind you can be. After all, Bell can see the goodness in your heart, but I'm afraid you've yet to... Bell. I've mistreated her. I've mistreated her and been so selfish. She didn't say anything about that. She'd never tell anyone of my cruelty. She's too good. You see, I'm afraid he judges himself far too harshly. Why don't you just go talk to her? But... No excuses! Come on, we'll go with you. So, Gefährten wurden ausgetauscht, das Biest ist jetzt in meiner Gruppe und Alter, der ist so groß, der passt ja kaum ins Bild. So, warte mal, Donald fliegt aber auch raus, weil sonst, wenn Goofy nicht da ist, kann ich die Heldenform nicht benutzen. Also, Donald, du gehst mal wieder auf die Bank, ist eigentlich am schlauesten, weil ich im Moment habe ich ja nur die eine Form hier. So, Abilities, gab wieder ein Level-Up, so. Das Biest, ach du meine Güte, Wutschrepp, Power-Tackle, Mondgeheul, Item-Boost, Defender-Shield, Trotzkopf, Auto-Limit, bla 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 bla. Auto-Limit möchte ich aushaben. Hyperheilung, naja, das geht jetzt im Moment nicht so. Goofy hat was Neues gelernt, und zwar Defender-Shield. Erhöht die Abwehrkraft in kritischen Situationen um den Wert 3. Leg mehr ran, um den Effekt zu verstärken. Geht sogar mein AP nicht aus, aber da gebe ich ihm einfach einen Abilitamin. Dann klappt das schon. So, ich weiß, der Part ist ein bisschen überlänger, ist mir jetzt egal. Ich habe 5 Abilitamine mir aufgehoben. So, benutzen eines für Goofy. So. Jetzt wieder Abilities. Goofy. Defender Shield und ist an. So, passt. Gut. Tagebuch noch ganz kurz. Charaktere. Das Biest nochmal. Und, achso, ja, vor allem... Saldin. Die Nummer 3 der Organisation 13. Sein Intriger, das Herz des Biestes, verfinstert die Absichten der Organisation, sind ein einziges Rätsel. Was wohl ihr wahres Ziel ist, das werden wir noch später herausfinden. Bla 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 bla. So, alles okay, gut. So, Leute, dann war's das jetzt. Hier kann ich jetzt speichern und sind wir sogar nochmal... Ah, das letzte Wachenteil, Leute! Das letzte Wachenteil, das muss auch noch sein. Es war also hier drin. So, das heißt, das erste Bild ist gleich vollständig. So. Ist es auch. Es ist vollständig. So, passt. Puzzle gelöst. Das ist ein Item erhalten, nämlich ein Abilitamin. Schön. Ja, herzlichen Glückwunsch. Belohnung Abilitamin. Für das Herzmotiv krieg ich dann natürlich was ganz anderes. So. Warte, jetzt ist aber wirklich Schluss, Mensch. Der Part ist schon viel zu lang. Ja, es ist blöd, dass ich nur hier speichern konnte. Warte mal, hier ist aber noch eine Truhe. Nichts vergessen. So, noch ein Pyrop-Splitter und hier die magische Rose. Von der Rose geht ein mysteriöses Licht aus. Ne, ist auch eine magische Rose, ne? So, jetzt aber, komm, speichern und beenden. Jetzt ist der Part wirklich lang genug. So, hier, überschreiben, ja. Also Leute, im nächsten Part dann, ja, was auch immer. Bis zum nächsten Mal jedenfalls bei Kinmat 2 wieder. Mit dem Biest. Tschüss!